Und damit ein herzliches Willkommen zurück bei Geheimakte 3. Unsere Reise ist endlich vorbei und wir sind endlich in San Francisco angekommen. Und jetzt liegt es natürlich daran, in uns irgendwie in die Ausstellung reinzuschmuggeln. Und wir haben schon zum Anfang, jetzt gegen Ende der Folge gesehen, dass offenbar Leute wissen, dass wir hier jetzt angekommen sind. Offenbar wird Nina doch beobachtet. Werbung für eine Ausstellung über Leonardo da Vinci und das Gemälde auf dem Plakat kenne ich nur zu gut. Die Madonna Benoit. So, was haben wir denn alles hier? Eine Zeitschrift. Hier liegt ein Time Magazine. Nimm mal das Magazine. So, was steht da irgendwas drin? Das Time Magazine. Titelthema Kampf den Alltagsdrogen. Auf dem Cover ist eine Whiskyflasche. Oh, schön. Warte mal, was haben wir denn hier so Schönes? Viele nützliche und weniger nützliche Dinge. Ein echter Straßenkiosk, wie es sie überall auf der Welt gibt. Ich werde hier nichts stehlen. Also können wir dem Mann wahrscheinlich reden. Guten Tag. Guten Tag, schöne Lady. Wie kann ich Ihren Aufenthalt am Palace of Fine Arts versüßen? Ich möchte etwas trinken. Wenn ich es mir recht überlege, hätte ich gern was zu trinken. Wie wär's mit Eistee? Sehr erfrischend. Naja. Sorry, deutsches Bier habe ich leider nicht auf Lager. Lager, Sie verstehen? Schade, das verstehe ich nämlich unter einer Erfrischung. Alkoholische Getränke bekommt man hier nicht einfach so an jedem Kiosk. Und wieso? Sie erwarten jetzt nicht ernsthaft einen Vortrag über die kalifornischen Alkoholgesetze, oder? Das Einzige, was Sie wissen müssen, ich verkaufe hier keinen Alkohol, weil ich das nicht darf. So einfach ist das. Wollen Sie nun einen alkoholfreien Eistee oder nicht? Na gut, wenn es nichts anderes gibt, nehme ich einen. Die Freundlichkeit in Person. Bye, bye. Machen Sie es gut, Lady. So, jetzt sind wir noch etwas, was du essen willst. Mir fallen auf Anhieb eine Menge Dinge ein, die ich lieber hätte als eine weitere Unterhaltung. Ein kühles deutsches Bier. Schön, dass es dir gefällt. So, können wir was machen? Ah, da ist eine Flasche. Die ist mir gerade schon ins Auge gestochen. Und ich habe da noch was gesehen, eine Glasscherbe. Die möchte ich auch gerne mitnehmen. Jawohl. Wir sammeln mal wieder alles ein, was geht. Was haben wir da noch? Eine Pfütze. Falsche Zeit, falscher Ort. Dann gehen wir mal zum Museum. Der Polizist wird verhindern, dass ich das Museum betrete. Okay. In der Glasflasche sieht der Tee deutlich appetitlicher aus. Nee, ich glaube nicht, dass wir das machen können. Das würde der Polizist doch im Rückspiegel sehen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie wahrscheinlich da versuchen reinzukommen. Wir haben nicht so viel. Mein Mobiltelefon. Hochmodern, schick, vollgepackt mit Apps und unglaublich teuer. Okay. Polizei anrufen, Museum anrufen? Nee, geht nicht, ne? Schade. In der Flasche ist brauner Eistee. Okay, das Etikett der Whiskyflasche auf dem Titelbild konnte ich sauber ausschneiden. Den Rest der Zeitschrift werfe ich weg. Oh, ich ahne, was jetzt passiert. Ich ahne es. Ich feuchte das Etikett mal ein bisschen an. Ja, ich ahne es. Das feuchte Papier klebt auf der Flasche. Zumindest so lang, bis es wieder trocken ist. Oh mein Gott, was haben wir getan? Scheiße. Könnte man tatsächlich für eine echte Whiskyflasche halten. Och nein. Das heißt, ihr müsst das wahrscheinlich den Polizisten geben, nicht wahr? Oh. Mit Streifenwagen kann man keine Probefahrten machen. Warum nicht? Das ist echt super. Ich würde gerne Probefahrt machen. Aber ich würde mal gerne mit dem Polizisten reden. Hi, ich bin's wieder. Wie kann ich Ihnen helfen, Miss?
Darf ich Sie zum Alkoholverkauf fragen? Darf ich Sie was fragen? Tun Sie das nicht schon die ganze Zeit? Es ist wegen der strengen Alkoholgesetze hier in Kalifornien. Ich möchte da beim Kauf nicht irgendwelche Fehler machen. Alkohol wird hier nur zu gesetzlich geregelten Öffnungszeiten in speziellen Spirituosenläden an Kunden abgegeben, die mindestens 21 Jahre alt sind. Das heißt, Alkohol darf nur in speziellen Geschäften verkauft werden? Aber selbstverständlich. Ist das bei Ihnen anders? Nun ja, Sie bekommen eigentlich so ziemlich alles, was es überhaupt gibt. Und so ziemlich überall. In jedem Supermarkt, an Tankstellen sowieso. Und selbst der kleinste Kiosk führt ein breites Sortiment. Reden wir hier wirklich noch über Alkohol? Oder geht's um Feuerwaffen? Frage zum Museum. Könnte ich vielleicht einen kurzen Blick ins Museum werfen? Tut mir sehr leid, Miss. Aber wie ich Ihnen bereits sagte, ist das Museum wegen des Brandes geschlossen. Meine Güte, man muss sich das mal vorstellen. All diese unbezahlbaren Meisterwerke. Und dann brennt plötzlich alles. In den Gemälden ist nichts passiert. Man konnte sie rechtzeitig ins feuersichere Archiv im Keller schaffen. Nochmal wegen des Alkoholverkaufs. Ja? Alkohol bekomme ich ausschließlich in speziellen Geschäften, sagen Sie? Ja doch. Und man braucht eine entsprechende Lizenz. Wer ohne diese Erlaubnis Alkohol verkauft, handelt sich eine Menge Ärger ein. Ich kann Ihnen nur raten, sich von zwielichtigen Straßenverkäufern fernzuhalten. Danke für den Tipp. Das werde ich tun. Danke. Sie haben mir wirklich sehr geholfen. Dafür sind wir da, Miss. Ja. Und jetzt, Polizist. Oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Das würde der Polizist... Och Mann. Toll. Aber ich müsste doch noch irgendwie dazu kriegen, dass er aussteigt und dann mit dem Typen da redet. Könnte man tatsächlich für... Ja, hi, ich. Ich bin's wieder. Wie kann ich ihn... Danke. Dafür sind wir... Also das nicht, irgendwie funktioniert das offenbar nicht. Mit Streifenwagen kann man keine Probefahrten machen. Mann. Mann, oh. Scheiße. Du musst es doch irgendwie schaffen. Moment. Das würde der Polizist doch... Verdammt. Nina. Willst du den Alkohol nicht trinken? Schade. Ah, ich habe eine Idee, was wir machen. Wir müssen wahrscheinlich in die Auslage reinlegen, ne? Da ist auch ein freies Feld dafür. Ab in die Auslage damit. Oh, das ist so fies. Wenn ich mich vorsichtig von der Seite nähere, kann ich meine Whiskyflasche unbemerkt zwischen die anderen Waren legen. Oh mein Gott. Was tun wir hier? Mit Streifenwagen. Ja, ich weiß, wir können keine Probefahrt machen. Oh mein Gott, hey, was machen wir hier? Ich bin's wieder. Wie kann ich ihn? Ich muss nochmal auf die Sache mit der Verkaufslizenz für Alkohol zurückkommen. Was ist damit? Wie erkenne ich so einen lizenzierten Laden eigentlich? Das ist einfach. Am Schild über der Tür mit der Aufschrift Liquor Store. Nicht zu übersehen. Ach so. Dann kann ich also davon ausgehen, dass der Kioskbetreiber dort drüben keinen Alkohol verkaufen darf. So ist es. Dort werden Sie keinen Alkohol bekommen. Die Geschäfte müssen nämlich einbruchssicher sein. Deswegen fehlt auch das angesprochene Schild. Ich habe dort in der Auslage aber Alkohol gesehen. Wiederholen Sie das. Naja, ich kenne mich zwar nicht so gut aus, trinke nur hin und wieder mal einen Schluck Bier. Aber das dort sieht mir doch verdächtig nach einer Flasche Whisky aus. Also falls das stimmt, dann... Ich werde mir das mal näher anschauen. Nina, du bist so gemein. Der Officer wird bestimmt bald merken, dass es sich nur um einen harmlosen Streich handelt. Zumindest hoffe ich das für den Verkäufer. Oh Gott. Kofferraum. Schnell Kofferraum. Der Polizist ist aushäusig. Eine gute Gelegenheit, einen Blick in den Kofferraum zu werfen. Ich steck mal alles ein, wofür ich Verwendung haben könnte. Oh, du bist fies, so, Nina. Und jetzt vorsichtig wieder schließen. Dann können wir jetzt auch zum Museum gehen. Wir haben es geschafft.
Wir sind jetzt beim Museum. Und Nina, du bist echt, echt fies, muss ich ja schon sagen. Noch fieser als George Stobbart. Die Tür ist mit einem dicken Vorhängeschloss gesichert. Jetzt haben wir denn hier alles. Ah, Bolzenschneider. Weg mit dem Vorhängeschloss. Notstrom angesagt. Springt nicht an. Aber welcher Motor tut das schon, wenn er keinen Treibstoff hat? Aber warte mal, wir haben ja einen Diesel. Kann ich es dann mit Diesel? Die Öffnung des Tanks ist auf das Einfüllen über einen Stutzen ausgelegt. Mit dem Kanister kann ich den nicht direkt befüllen. Okay. Da muss das Feuer ausgebrochen sein. Ich komme da nicht hoch. Kannst du irgendwie dahinter oder sowas machen? Nee? Ich komme da nicht hoch. Werbung für eine Ausstellung über Leonardo da Vinci. Und das Gemälde auf dem Plakat kenne ich nur zu gut. Die Madonna Benoit. Gehen wir einfach mal rein, offensichtlich, den offensichtlichen Weg nehmen. Wie der Polizist gesagt hat, alle Bilder wurden in Sicherheit gebracht. Ich muss die Madonna Benoit finden, hinter der Da Vinci einst die geheime Botschaft des Archimedes versteckt hat. So viele Eingänge. Gehen wir erstmal nach unten. Sicherungskasten. Sehr überschaubar. Nichts passiert. Die Sicherung springt wieder raus. Nichts passiert. Okay. Dann können wir hier offenbar nichts machen. Die Tür ist mit einem elektronischen Kartenschloss gesichert. Und ja, wahrscheinlich kein Code dafür, ne? Gucken wir uns mal die Nischen an. Hier hingen wohl die Gemälde, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Darunter auch Da Vincis Madonna Benoit. Gehen wir mal nach oben. Was haben wir hier? Fenster, Tür. Komplett verzogen. Die bekommt man wohl selbst mit einem Brecheisen nicht mehr auf. Ich bin schon lang nicht mehr an der Außenfassade eines öffentlichen Gebäudes entlang geklettert. Hier war natürlich zum anderen Fenster, ne? Meine Güte, das Feuer hat hier ganze Arbeit geleistet. Ja, ein Brillengestell. Dann gucken wir uns mal die Schublade an. Scheint verschlossen zu sein. An der Schublade befindet sich ein einfaches Schloss. Keine Ahnung, warum der Schreibtisch nicht so stark verbrannt ist wie der Rest des Raums. Komisch. Da ist eine Gießkanne. Nehmen wir einfach mal mit. Eine Pflanze. So eine Hitze war selbst für diese Palme zu viel des Guten. Bücherregal. Alles ein Opfer der Flammen. Die Tür hat sich durch die Hitze stark verzogen. Oh, ich musste gerade niesen. Sorry. So, was haben wir noch alles hier? Offenbar können wir nicht viel machen. Ich guck mal eben. Nee. Ah, doch, wir können das Diesel in die Gießkanne, glaube ich, machen, ne? Ich habe den Diesel vorsichtig in die Gießkanne umgefüllt. So. Können wir noch irgendwas machen hier? Warte mal. Das Brillengestell hier vielleicht als Schlüssel benutzen? Das Schloss habe ich im Handumdrehen geknackt. Außer einer dünnen Metallkarte ist hier nichts Brauchbares zu finden. Auf der dünnen Metallkarte befindet sich ein Datenchip. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich. Okay. Dann kommen wir wahrscheinlich in den Keller rein. Aber erstmal machen wir ein bisschen Diesel ins Notstromaggregat. Gießkanne mit Diesel. Also das ist jetzt echt einfach. Die Tür der Gießkanne passt perfekt in die Tanköffnung. So geht kein Tropfen Diesel verloren.
Okay. Jetzt tuckert der Generator vor sich hin und versorgt das Museum mit Notstrom. Das ist super. Also das ist jetzt echt einfach. Nach unten. Dann können wir jetzt auch den Sicherungskasten wieder anmachen. Power an. Die Beleuchtung funktioniert jetzt. Allerdings ist dafür die Sicherung für die Steckdosen wieder rausgeflogen. Das Notstromaggregat ist wohl nicht in der Lage, Beleuchtung und Steckdosen gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Die Steckdosen sollten jetzt wieder funktionieren. Das Notstrom. So, dann gehe ich raus. Dann müsste jetzt auch wahrscheinlich die Tür funktionieren mit der Schlüsselkarte. Geschafft. Der Weg ins Archiv ist frei. Dann benutze die Tür. Dieser Raum hat keine Fenster. In dieser Finsternis kann ich nichts erkennen. Da müssen wir wahrscheinlich erstmal Licht anmachen. Ja, da müssen wir erstmal Licht anmachen. Licht. Die Beleuchtung, das Notstrom. So. Bingo. Irgendwo hier muss Da Vincis Gemälde aufbewahrt werden. Gut, dann gucken wir uns mal an. Holzkisten. Die Kisten enthalten nichts Interessantes. Wie man unschwer erkennen kann, sind die Lampen an. Ja. Also haben wir noch eine Lampe. Eine Lampe, wie nützlich. So, was haben wir hier schon? Nee, das. Warum können wir uns das gerade nicht anschauen? Das verstehe ich nicht. Aber ich will mich noch weiter hier ein bisschen umschauen. Aber Computer. Einer dieser schicken All-in-One-PCs. Leider hat er keinen Strom. Der Computer fährt nicht hoch. Liegt Ach wahrscheinlich Mann. Daran, dass die Steckdosen keinen Strom haben. Das ist doof. Ah, warte mal. Schreibtischlampe. Steckdose. Ich steck das Kabel mal ein. Leider ist kein Saft auf der Steckdose. Ja, aber das können wir ändern, indem wir wieder rausgehen. Und, die Sicherung wieder umändern. Dann machen wir das mal. Die Beleuchtung ist wieder aus. Die Steckdosen haben wieder Strom. So. Aha. Klappt doch. Vielleicht können wir jetzt auch mal den PC wieder anmachen. Meine Güte, der bootet aber schnell. Ich sollte ihn nicht ständig an- und ausschalten. Dann schauen wir aber erstmal rein. Kein Treffer. Offenbar habe ich bei den Eingaben was falsch gemacht. Wie können wir das denn machen? Ah. Nach welchem Künstler soll ich suchen? Leonardo da Vinci. Titel? Madonna Buonanotte. Kein Treffer. Offenbar habe ich bei den Eingaben was falsch. Welches Entstehungsjahr soll ich auswählen? 860? Kein Treffer. Welches Entstehungsjahr soll ich. Kein Treffer. Nee. Welches. 400. Aha. Ja, ich weiß jetzt, wo die Madonna Benoit aufbewahrt wird. Dann will ich sie mal holen. Dachte ich mir doch, man muss das machen. Man muss den PC anmachen. Meine Güte, da drin kann man sich ja heillos verlaufen. Aber ich habe gefunden, was ich gesucht habe. Bin gespannt, was für ein Geheimnis das Gemälde birgt. Oh. Gibt es noch irgendwas, was wir machen können? Ein extrem ordentlicher Arbeitsplatz. Hier liegt nichts rum, was... Röntgen. Ich sollte erst das Gemälde, das ich röntgen möchte, reinstellen. Okay. Natürlich. Anderson hat das Gemälde durchleuchtet und dabei Da Vincis Geheimnis gelüftet. So schwer kann das eigentlich nicht sein. Ich versuch's mal. Was ist das denn? Was passiert hier? Mein Freund, ihr wünscht mich zu sprechen? Mein König. Verneigt euch nicht, Archimedes. Mag meine Macht auch groß sein,
Mein Name ist irgendwann vergessen. Deiner hingegen wird die Zeit überdauern. Euer Bote sagte mir, dass ihr eine außerordentliche Entdeckung gemacht habt. In der Tat. Schaut her. Was seht ihr? Einen Kreis? Wer ein Rad beschlägt, muss den Umfang des Rades kennen. Wer eine Säule mit einem Kranz schmücken will, muss wissen, wie groß der Umfang dieser Säule ist. All dies lässt sich nur mit Hilfe der Kreiszahl bestimmen, die allerdings seit jeher nur auf Schätzungen beruht. Niemand wusste, wie man sie genauer berechnen kann. Ihr habt die Formel gefunden? Großartig! Unsere Baumeister werden es euch danken. Verzeiht, mein König, aber hier geht es um weit mehr als den praktischen Nutzen für das Handwerk. Diese Formel birgt die Ewigkeit. Ihr sprecht in Rätseln. Die Kreiszahl ist schwer fassbar. Sie besteht aus mehr Ziffern, als ihr Sterne am Himmel seht. Sie bis auf die letzte Stelle zu berechnen, bedarf viel Zeit. Der Kreis ist das Symbol der Vollkommenheit. Wer die Kreiszahl bis auf ihre letzte Ziffer kennt, dem erschließt sich das Geheimnis dieser Welt. Entschlüsseln wir diese Zahl, so blicken wir in das Antlitz der Götter. Ihr wart mir stets ein treuer Freund. Und ihr wisst, dass ich eurem Urteil vertraue. Wenn ihr einen Gehilfen für die Berechnung braucht, so genügt ein Wort. Nicht einen, mein König. Die Berechnung dieser Zahl wird mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Bau der Pyramiden. Wir brauchen Tausende. Mein Gott, diese Visionen werden immer merkwürdiger. Hatte Archimedes recht? Verbirgt sich hinter Pi ein Geheimnis? Nina Kalenko? Anderson? Nein, der ist genauso verschwunden wie dein Verlobter. Max, was ist mit ihm passiert? Dasselbe, was mit dir passiert wäre, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Hast du nicht gemerkt, dass du überwacht wirst? Überwacht? Von wem? Erkläre ich später. Komm sofort zu mir. Wo finde ich sie? Hallo? Sind Sie noch da? Anscheinend nicht. Ich habe den QR-Code auslesen. Mit meinem Mobiltelefon kann ich solche QR-Codes einlesen. QR. Cassandra, Alcatraz. Cassandra? Der Name stand doch auch in der E-Mail, die Max von diesem Restaurator erhalten hat. Wenn ich mich recht erinnere, ist Cassandra eine tragische Figur aus der griechischen Mythologie, die jedes Unheil vorhersah, aber bei niemandem Gehör fand. Nicht gerade ein gutes Omen, aber das ist meine einzige Spur. Dann auf. Ich erdrehle die... Verdammt! Was ist... Die haben mein System gehackt und übernehmen die Kontrolle. Sorry, melde mich gleich wieder. Halt, warten Sie! Was soll ich denn jetzt machen? Hallo? Verdammt! Ins System gehackt? Übernehmen die Kontrolle? Worüber denn? Ich muss Cassandra finden. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao!